Buona lui, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder und frisch zurück aus der Toskana. Und für alle, die es nicht mitbekommen hatten, in meinem letzten Video habe ich davon gesprochen, dass ich in der Toskana drehe. Ich habe Kreuzfahrt ins Glück gedreht. Also für alle, die das nicht kennen, das ist die kleine Schwester von dem Traumschiff. Und die Story ist also jedes Mal irgendwie in einem anderen Ort oder was. Und diesmal war es eben die Toskana. Danach fuhr die Crew nach Kreta und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Toskana-Tour mitmachen durfte. Allerdings habe ich nur den Landteil gemacht. Es gibt also immer einen Landteil, in dem die Geschichte spielt, und ein Schiffsteil. Und am Anfang habe ich noch gedacht, ach schade, Mensch, wäre so schön gewesen auf dem Schiff. Allerdings, durch Corona darf das Schiff irgendwann nicht auslaufen. Das heißt, die drehen schön vor Greenscreen in Bremerhaven. Und da habe ich gedacht, Freunde, da bin ich jetzt gar nicht mehr so traurig, dass ich nicht dabei bin. Aber nichtsdestotrotz war die Toskana echt toll. Wir hatten zwei verschiedene Drehorte und es waren einfach beides ganz traumhafte Hotels. Ich habe zwischenzeitlich echt gedacht, Wahnsinn. Und hierfür werde ich auch noch bezahlt. Wirklich die nettesten Kollegen, das freundlichste Team. Ich weiß, dass alle Schauspieler das sagen, aber ganz ehrlich, die waren wirklich spitze. Es war einfach eine Freude, mit allen zu drehen. So. Und ich hatte dann auch noch so viel Freizeit. Ich hatte mir ein Auto geliehen und habe mir ein paar Outlets irgendwie angeguckt. In Italien kannst du ja wahnsinnig gut in Outlets einkaufen. Habe mir ein paar Schuhe gekauft. Und wenn ich sage ein paar, dann meine ich nicht ein paar, sondern ein paar. Fünf, um genau zu sein. Und habe einfach Spaß gehabt mit mir selbst. Das hört sich auch nicht gut an, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir selbst genügt, also für die meiste Zeit. So, kommen wir trotzdem zum heutigen Video. Ich bin so glücklich. Wisst ihr noch, dass ich euch gesagt habe, man hat mir ja mein Telefon geklaut, ne? Und da habe ich all diese Sachen, die ich schon aufgenommen hatte, zu meinem alten Schminkzimmer, hatte ich auf diesem Telefon drauf. Und Gott sei Dank hatte ich aus Versehen was anderes importieren wollen von meinem Telefon. Und das war das Falsche. Stattdessen habe ich eben diese Strecken sozusagen mit aufgenommen, wo das alte Schminkzimmer zu sehen war. Und das habe ich durch Zufall vorgestern gefunden, als ich nach Hause kam. Deshalb kann ich das Video machen, nachdem ihr mich alle gefragt habt. Es ist praktisch ein IKEA-Makeover, wenn du so willst. Ich hatte ja damals meinem Tischler meines Vertrauens gesagt, Heiko, mach mir doch mal einen Kostenvoranschlag für einen richtig tollen Schminktisch. Und er hat ihn auch ganz toll gezeichnet. Und als er kam, war ich ganz aufgeregt. Und als ich dann unten die Summe gelesen habe, habe ich gedacht, okay, in diesem Leben kommen wir nicht zusammen. Es war einfach definitiv zu teuer. Es waren, glaube ich, 3.500. Also ganz ehrlich, es ist am Ende des Tages, es ist ein Schreibtisch mit ein bisschen mehr Fächern. Also habe ich gedacht, mache ich das selber. Und habe viel im Internet recherchiert und habe ganz tolle IKEA-Hacks gefunden. IKEA, seitdem sehe ich eher so als praktisch Basis und dann kannst du dir im Netz 1000 Ideen holen, wie du das aufpimpen kannst. Und was ich gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe mir zwei Malmkommoden geholt. Die werde ich euch jetzt hier oder da einfach mal einblenden. Die sehen in ihrer Grundstruktur ziemlich einfach aus. Das sind einfach nur weiße Kommoden, die multiple einsetzbar sind. Ja, du kannst sie dir in dein Schlafzimmer machen. Was ich toll finde, ist, sie haben wahnsinnig tiefe Schubladen. Du kannst da richtig viel verstauen. Und du kannst dir eben überlegen, ob du drei Schubladen haben möchtest oder fünf. Ich habe, wie gesagt, die mit drei genommen, weil das praktisch genau die Höhe ist, die du brauchst, wenn du an einem Schreibtisch sitzt. So, und dann bin ich habe ich geguckt nach Holzplatten nach Maß. Ich hatte überlegt, wie lang möchte ich meinen Schreibtisch haben. Mein Zimmer ist nicht ganz so groß. Deshalb konnte ich mir auch die Breite sozusagen dieser Platte, die ich mir anfertigen lasse, aussuchen und bin fündig geworden bei Obi. Da kannst du nämlich tatsächlich einfach eingeben und ganz viele werden jetzt sagen, ja, Jasmina, und das ist dir jetzt erst aufgefallen. Ja. Mir war nicht klar, dass du wirklich so nach Detail nach Maß machen kannst, weil ich es wollte auf der anderen Seite ein bisschen schmaler haben, als sie das angeboten hatten oder als es irgendwie bei normalen Schreibtischen der Fall ist. Und ich wollte eben exakt die Größe, die auch diese Malmkommoden haben, sodass meine Idee war, rechts und links eine Malmkommode und eben von Obi diese Weiß-Hochglanz-Holzplatte eben oben drauf zu machen. Wenn alles gut läuft, dann zeige ich euch das jetzt.
Ihr werdet es nicht glauben, aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die es total entspannt findet, IKEA-Sachen aufzubauen. Hier seht ihr übrigens den Bohrer, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ganz toll, sehr leicht und wirklich anfängerfreundlich, wenn man irgendwann raus hat. Und das ist auch noch ein Akkubohrer gleichzeitig, ne? Habe ich vergessen, vielleicht zu erwähnen. Beides. Hier habe ich schon mal einige Dings vorbereitet mit dieser Goldfolie. Da hinten habe ich dann auch schon mal die Griffe rangemacht. Das sieht jetzt ganz toll und professionell aus, aber ich schwöre euch, wenn ihr näher rangeht, dann nicht. Ich mache mir immer schön meinen Podcast an von Zeitverbrechen, den finde ich im Moment super. Du, und dann habe ich dann den halben Nachmittag oder was heißt das, zwei halbe Nachmittage damit verbracht, das aufzubauen. Und am Ende war ich ganz happy. Das ist nämlich das Endergebnis und es war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wollte es wirklich dezent mit dem Roségold nur dazwischen. Ich weiß, dass einige sich das auf die ganze Front machen, wo die Schubladen sind und so, aber ich wollte das wirklich nur dezent dazwischen, damit das so ein Highlight gibt, aber nicht so überbordend ist, ne? Ich finde es klasse. Davon habe ich dann, also für das eine habe ich tatsächlich, lass mich nicht lügen, ja, einen halben Nachmittag gebraucht. Und an der einen Seite, seht ihr, das ging das auch nicht richtig zu. Das habe ich aber nachher nochmal gefixt. Und dieses Hochglanzweiß ist auch genau das, wo ich mir die Platte dann nachher von Obi bestellt habe. Ich war so ein bisschen uneins mit mir, ob das wirklich exakt dasselbe Weiß sein wird. Und das wäre ja blöd gewesen, wenn man es daher gesehen hat. Hier nochmal in einem etwas anderen Licht. Das habe ich übrigens in meinem Schminkzimmer gemacht, wie ihr seht. Ne? Man sieht hier auch noch meinen ganzen Background und so. Und die Sachen, die ich demnächst vorstellen möchte. Also das Aufbauen dieser Malmkommoden war jetzt nicht, das war ein bisschen zeitintensiver, aber ich kenne jetzt IKEA-Sachen. Du musst dich nur wirklich haargenau an die Anweisung halten. Und wenn du zwischenzeitlich das Gefühl hast, da ist eine Schraube übrig, dann mach nicht einfach weiter. Das hat schon seinen Grund. Wie oft habe ich so einen Scheiß schon wieder abbauen müssen, weil ich mich genau da geirrt hatte. Aber gut, das ist was anderes. Die Malmkommoden an sich waren zeitintensiv, aber es war okay. Ich hatte allerdings den Anspruch, da noch Griffe dran zu machen, also wie sagt man, Schubladengriffe. Und meine Idee war, das eben in Roségold zu machen. Ich mag das Roségold ganz gerne. Ich hatte kurzzeitig noch über Bronze nachgedacht, das mochte ich auch ganz gerne. Aber ich habe eben diese ganz schönen roségoldenen Griffe gefunden und habe mir dann auch noch Möbelfolie. Wisst ihr, was Möbelfolie ist? Das klicke ich euch nämlich auch nochmal oben ein. Sowieso alle Links zu den Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, packe ich euch unter das Video. Aber diese Möbelfolien könnt ihr wirklich in Quadraten kaufen. Ich habe sie mir dann zurechtgeschnitten, weil ich zwischen den Schubladen wollte ich eben diese roségoldenen Elemente und dann eben mit diesem roségoldenen Griff. Dazu muss man aber bohren. Und ich hatte keine Bohrmaschine, aus gutem Grund, denn ich habe noch nie gebohrt in meinem Leben. Und allein das war schon eine Wissenschaft für sich. Weil ich musste mir die Bohrmaschine holen und dann wurden diese Bohrer nicht mitgeliefert, sondern da musstest du nochmal irgendwie. Und dann gibt es ja Holzbohrer und dann gibt es Steinbohrer und so weiter. Oder für Mauern und so. Es war, sagen wir mal so, wenn man sich meine Kommode jetzt mal von Namen anguckt, dann wird man sehen, dass das kein Profi gemacht hat. Aber ich habe auch nichts dahinter gemacht. Da sagte irgendjemand zu mir, ja, da musst du doch Holz hintermachen, wenn du irgendwie bohrst. Ja, stand jetzt auch nicht beim Bohrer drauf. Aber gut, nichtsdestotrotz habe ich das relativ gut hinbekommen. Ich habe also mein komplettes Schminkzimmer und das zeige ich euch jetzt auch mal, wie es vorher ausgesehen hat. Ich glaube, ich habe euch das irgendwann auch mal gezeigt. Es war wirklich relativ vollgestellt. Ich hatte mir also meine Freundin, als ich ihr gesagt habe, dass ich den weggeschmissen habe, den alten Schminktisch, den habe ich mir irgendwann mal von Möbelhöffner vor 15 Jahren gekauft. Sind ganz alt, italienisch-römischen Stil. So ein schöner Schminktisch, aber er nahm sehr viel Platz weg und hatte relativ wenig Schubladen und dann waren die auch ganz klein. Und dann habe ich mir noch geholfen mit so einem Badregal links, was aber dann auch immer so überladen aussah. Und in diesem wirklich sowieso kleinen Zimmer kamst du rein und warst einfach komplett erschlagen. So. Und ich wollte es einfach ein bisschen cleaner haben. Das heißt, ich habe erstmal alles aufgeräumt. Kleiner Funfact zwischendurch: Jahrelang hat Thomas Folgendes gesucht und ich habe es gefunden beim Aufräumen. Richtig, seine Meisterschale. Er ist nämlich Europameister geworden 1996. War 96 oder 95? 96. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr er sich gefreut hat, als ich ihm gesagt habe, dass sie wieder aufgetaucht ist.
ausgeräumt vor allen Dingen. Ich habe auch Sachen verschenkt und weggeschmissen, die einfach auch alt waren und so weiter. Ich habe jetzt nicht unbedingt weniger, habe ich festgestellt. Aber gut, so ist das. Und habe alles erstmal rausgeräumt und ich habe auch diesen lila Teppich und so weiter rausgeräumt. Habe mir von Benuta oder was, zeigt, schreibe ich euch auch unten rein, wirklich für ein Schnäppchen, so ein Läufer, der in diesen Beigefarben ist. Und dann habe ich also die fertigen Malmkommoden mir rechts und links hingetan. Wenn es gut läuft, seht ihr das auch jetzt. Oder vielleicht seht ihr auch nur das und mich hört ihr nur sprechen. Mal gucken, wie ich es mache. Und habe dann die Platte einfach drüber gelegt. Und was soll ich euch sagen? Es sah so, so toll aus. Ich habe noch, bevor ich die Platte drauf gemacht habe, habe ich hinten, weil ihr wisst ja, spätestens seitdem ihr das Zimmer meiner Tochter gesehen habt, ich stehe auf diese LED-Stripes. Ne? Die kannst du hinter deinen Fernseher machen oder mein Vater hat die sich auch besorgt nachher. Der hat das irgendwie bei sich ganz oben über die ganze Decke verteilt. Und ich habe es einfach nur auf die Rückseite dieser Malmkommoden gemacht, sodass, wenn man abends da reinkommt, kannst du dir aussuchen, was für eine Farbe du haben willst. Ganz, ganz schön geworden, finde ich. Und dann habe ich eben, wie gesagt, die Platte oben drauf gesetzt. Ja, und das war sozusagen auch schon mein Hack. Und dann ging es darum, im Prinzip mir nur noch, ich muss die Platte nochmal befestigen. Ne? Ich wollte es jetzt noch nicht machen. Es gibt so Sachen, die man so dazwischen machen kann, dass es nicht mehr so rutscht. Ich wollte gucken, ob es wirklich gut aussieht, ob es mir gefällt oder ob ich noch was adaptieren muss. Aber das war zumindest mein fertiger Schminktisch mit wahnsinnig viel Platz. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zu dem, was fast noch viel mehr Spaß gemacht hat, nämlich all die Organizer, die du in den Schubladen machen kannst. Und auch dafür, es gibt ja ganze Seiten, die nur Ordnungssysteme haben, die für IKEA-Schubladen gedacht sind. Wie geil ist das denn? Also letztendlich habe ich das nicht gemacht, weil die noch ein bisschen mir auch da zu teuer waren und ich ganz viele Dupes gefunden habe auf Amazon und noch woanders. Und was das jetzt im Einzelnen ist, das zeige ich euch jetzt. Falls ihr euch übrigens fragt, Mensch Jasmina, du bist aber ganz schön aufgedonnert für so ein IKEA-Video. Ein Freund von mir hat heute Geburtstag und deshalb gehe ich mit einer Freundin nachher nochmal was trinken. Und da habe ich mir gedacht, ich habe keine Lust, mich zu schminken, abzuschminken und nochmal zu schminken. Also habe ich mich gleich für heute Abend mitgeschminkt und deshalb das etwas. Und wie findet ihr das? Das ist eine Bluse, die ist echt schön. Also habe ich jetzt zwar mit einer Jogginghose kombiniert, aber die ist hier so schön gerafft, ganz eng und hat so ein bisschen Puffärmel. Die ist schön, ne? Wollte ich entweder mit einer ganz knallengen Lederhose anziehen oder vielleicht sogar mit einem kurzen Rock. Mal gucken. Kann ja endlich wieder raus, ne? Ich freue mich. So, also mein Plan ist es, ich habe einmal sozusagen mein Schminkzimmer jetzt abgefilmt und werde immer die verschiedenen Elemente einblenden. Manchmal habe ich sie jetzt auch hier, dass ich sie euch so zeigen kann und dann war es manchmal einfach zu umständlich, alles auszuräumen. Aber ihr müsstet das hier immer sehen, während ich es euch erkläre. Ich habe natürlich versucht, in diesem roségoldenen Element zu bleiben, aber nicht ganz so überladen. Das heißt, es ist... Das ist eine Mischung aus dem Weiß, was wirklich sehr clean ist, und dem Roségold und durchsichtig. Worüber ich mich ganz doll gefreut habe, ist, dass ich einen Plexiglasstuhl gefunden habe, den ihr hier seht. Der ist nicht wahnsinnig schwer zu finden, aber die sind wahnsinnig teuer, wo ich dachte, wie, Plexiglas ist teuer. Also ich hatte irgendwie nichts unter 300 Euro oder was gefunden und dann waren die jetzt auch nicht so wahnsinnig schön. Und dann habe ich letztendlich den gefunden, der mir wirklich gut gefällt. Ich kombiniere ihn manchmal mit irgendwie so einem Fell, was ich mir dann da drauf mache, damit man einfach ein bisschen gemütlicher sitzt. Aber auch nur so sieht er einfach toll aus, weil er eben nicht ablenkt von dem, was der Schminktisch zu bieten hat und die Deko, die da oben drauf ist. Und er auch das Zimmer nicht noch mal kleiner macht. Das finde ich ganz toll. Auch den packe ich euch unten rein. So, und anfangen tun wir mit solchen Dingern, wo ich meine Stifte einfach auch bewahre. Das haben wir einmal in dieser Art, mit diesen Stäben und hier mal so ein bisschen, da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, weil du da nur diese ganz dicken Stifte reinmachen kannst oder dicken Pinsel, weil es sonst hier wieder unten durchrutscht. Aber das fand ich ganz, ganz schön, macht sich auch wirklich schön auf dem Schminktisch. Einmal so ein bisschen in die Glitzerkiste habe ich gegriffen mit diesen Dingen hier. Davon kannst du nicht den ganzen Schreibtisch voll machen. Ne? Dann tut es dir einfach in den Augen weh, weil es ein bisschen zu sehr bling-bling ist. Aber da das nur der eine ist, fand ich das ganz edel. Hält auch wahnsinnig viele. Ich glaube, ich habe hier 50 Lipliner irgendwie drin und das sind nur meine Nude Lipliner. Ich möchte euch nicht sagen, wie viel ich noch davon habe. Es war auch ein bisschen erschreckend, ne? Als ich so ausgeräumt habe und gedacht habe, meine Güte,
Muss man denn so viel haben, Jasmina? Nein, muss man nicht. Aber macht Spaß. So, also, das heißt, hier zum Beispiel sind nur meine roten Lip-Liner drin, hier nur die nude-farbenen. Aber das so nebeneinander ist wirklich ganz, ganz toll. Macht das Ganze auch sehr aufgeräumt, ne? Dazu habe ich mir noch so ein Dreiergespann geholt und ich habe auch mal ein bisschen meine Pinsel aussortiert, ne? Weil auch Pinsel, seien wir mal ehrlich, du brauchst nicht so viel. Und die Pinsel haben auch die blöde Eigenschaft, wenn du sie zu lange irgendwie draußen stehen lässt, dass sie so den Staub wirklich tatsächlich, sind fast Staubfänger, wenn du so willst. Das heißt, ich habe die meisten Pinsel sozusagen in meinen Schrank geräumt und nur die, die ich wirklich täglich benutze, habe ich hier und auch da sortiert nach den großen Pinseln für Gesicht, Foundation, Blush, Highlighter und so weiter. Das sind hier nur so Blending-Pinsel in der Mitte und hier haben wir die Detail-Pinsel, also alles, was Eyeliner und so weiter, Augenbrauen ist, also alles, was ein bisschen kleiner wird. Decrescendo sozusagen. Auch ganz toll, auch hier wieder mit dem ganz dezenten Roségold unten, was jetzt nicht so bam in your face ist, sondern wirklich schön dezent. Hat mir toll gefallen, auch dazu. Ihr ahnt es, alle Links unten. Ach so, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das mit aufgenommen habe. Ne? Vielleicht möchte ich das sonst nochmal nachmachen. Für alle, die es nicht wissen, mein Sohn heißt Sunny. Und ich habe ganz schöne Taschen, wie ich finde, gefunden. Die bekommst du sozusagen im Dreierpack. Und zwar sieht das dann so aus. Das ist mit so einem Filz gemacht, aber es sieht wirklich ganz, ganz edel aus. Und das hast du eben noch in dieser kleineren Variante. Und dann gibt es das noch in einer ganz kleinen Variante. Und Gott weiß, wo ich das hingemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist wirklich ganz schön. Ich mag das Grau ganz gerne. Es sieht ganz edel aus. Da kannst du alles reinpacken. Hier habe ich zum Beispiel Haarsachen drin irgendwie. Hier habe ich alle Tuben, die nicht stehen können von alleine. Das heißt, Retinol und mein Dermalogica, meine Buffer Cream und so weiter. Fand ich auch ganz toll. So, was haben wir noch? Ah ja, ich hatte das Regal, ne, was ich an der Seite stehen hatte, von meinem alten Schminkzimmer, hatte ich befestigt mit zwei Schrauben. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich lebe im Altbau und wenn du da eine Schraube wieder rausholst, hast du ein faustgroßes Loch in der Wand. Da habe ich mir gedacht, oh, muss ich jetzt den Maler besorgen? Und dann habe ich im Prinzip aus der Not eine Tugend gemacht und habe mir ein weiteres Regal geholt, was aber eigentlich eher zu Dekozwecken dient, was ich aber total schön fand. Und das ist eben so ein rundes Regal, auch in diesem Roségold, wo du praktisch drei Deko-Elemente machen kannst. Das fand ich ganz, ganz toll, hat super das Loch kaschiert, was was die rausgenommene Schraube verursacht hat. Und darauf habe ich eben meine Deko-Elemente gemacht. Unter anderem eben einmal diese Kerzenhalter, die in ganz, ganz tollen Taubfarben sind, aber da drin in Gold. Das heißt, wenn du da deine Kerze reinmachst, also dein Teelicht reinmachst, dann gibt das so ein wirklich schön warmes Licht ab. Es ist ganz dezent, aber wirklich wunderschön. Ich habe hier einmal Schön, dass es dich gibt und einmal Familienzeit. Und das habe ich eben auf einen dieser Regal Böden sozusagen des Deko-Elements gemacht. Und für alle, die mich kennen, die wissen, ich kann ganz viel, aber ich habe keinen grünen Daumen. Jede Pflanze ist bei mir noch verreckt und auch Pflanzen, von denen Freunde mir gesagt haben, hier, es ist für dich, die kriegst du nicht tot. Da hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich kriege jede Pflanze tot, glaube mir, über kurz oder lang. Deshalb habe ich irgendwann den Kampf aufgegeben und habe gesagt, Freunde, was soll's. Das werden halt dann eben nur noch Plastikpflanzen. Und dann habe ich mir die hier geholt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich war letztens bei meiner Freundin, die hatte sowas hier, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Denn nicht nur, dass ich keinen grünen Daumen habe, ich kann gerade meine Tulpe von einer Rose unterscheiden. Aber die hatte das in echt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keinen Unterschied gesehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich dafür keinen Sinn habe, aber auf meinem Regal macht sich das ganz toll. Und das hier noch in klein habe ich, noch zwei, drei andere. Aber die sehen wirklich gut aus. Also ich habe ehrlicherweise mir noch zwei andere gekauft, die kamen an bei mir und dann dachte ich, okay, das sieht echt billo aus. Also wenn du sofort siehst, dass es irgendwie fake ist, mag ich es auch nicht haben. Von daher, die haben mir gut gefallen. Was haben wir noch? Ach ja, eine Sache, die ich nicht bei Amazon gekauft habe, ich habe wirklich ganz viel bei Amazon gekauft, aber eine Sache, die ich nicht gekauft habe, ist, ich zeige euch das erstmal so, die ich wirklich wahnsinnig schön finde. Das sind zwei Vasen, ja. Das ist einmal in diesem wunderschönen Taub und einmal in diesem Eierschalenfarbe, nennt man das. Also dieses gebrochene Weiß, kannst du auch sagen.
Sieht so, so toll aus. Wenn es gut läuft, dann seht ihr das hier auch. Und ich habe das natürlich kombiniert, weil ich im Moment total auf dieses Pampasgras stehe. Eben mit Pampasgras. Eben einmal haben wir hier diese etwas rosé angehauchte Variante des Pampasgras, was ich auch ganz schön finde. Es hat so ein bisschen wärmeres Top hier ist und weil es einfach auch toll mit dem dazu aussieht. Und dann habe ich einmal das Ganze auch noch in Weiß und da habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und dachte, das ist ja gar nicht hässlich. Ne? Das ist diese ganz kleine Variante und seht ihr das hier? Das ist eigentlich so eine Fußkette, die ich mir mal gekauft habe, die wirklich toll aussieht, weil du die nicht um den, wie sagt man, um die Fessel machst, sondern du machst sie sozusagen auf den vorderen Fuß, so dass wenn du Flipflops oder so anhast, sieht das wirklich ganz toll aus oder so Pumps im Sommer sieht das ganz klasse aus. Und das hatte ich irgendwie noch bei mir da an der, am Fenster irgendwie hängen, weil ich nicht wusste, wohin damit. Und dann habe ich es einfach über die weiße Vase gelegt und das sieht ganz edel aus. Bisschen was Marokkanisches, wie ich finde. Und eben dieses weiße Pampasgras für die von euch, die es irgendwie gerne clean und schick und so weiter, wie meine beste Freundin, die steht auf praktisch gar keine Einrichtung. Also es ist noch nicht mal mehr schöner Wohnen, es ist gar kein Wohnen. Du kommst bei ihr rein und da ist wirklich nur ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl und alles in weiß. Aber gut, sieht bei ihr auf jeden Fall toll aus. So, was haben wir noch? Das habe ich euch gezeigt. Ah ja, zum Thema Aufräumen. Ich habe jetzt extra was aufräumen zum Thema Organizer. Ich habe extra was rausgesortiert, was ich euch hier natürlich in der Kamera einmal zeige, was aber vielleicht gar nicht so rüberkommt, weil es eben vollgestellt ist mit, in dem Fall, Foundations. Aber das fand ich eine geile Idee. Das hier, muss mal gucken, wie ich euch das zeige. Ja, so. Das hier habe ich ein bisschen zweckentfremdet. Also Off-Label-Use sozusagen, das in der Medizin. Das ist ein Klatschhalter. Klatsch, also diese ganz schmalen Handtaschen, die ihr abends mitnehmen könnt, damit ihr euch die besser organisieren könnt. Ich meine, wenn ihr das dafür braucht, ist das, also falls ihr viele Klatschen habt, ich habe jetzt nicht so viele Handtaschen, ist es auch eine super Möglichkeit, das in eurem Schrank eben zu sortieren. Ich habe aber davon 4 Stück geholt und habe alle meine Foundation da reingemacht. Und wie gesagt, das ist mein Wecker. Wisst ihr wieso? Weil ich auf eBay was kaufen will und da in 20 Minuten hört das auf. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz hin. Ich bin sofort wieder da, weil wenn ich das nicht bekomme, flippe ich aus. So, da bin ich wieder. Wisst ihr, worauf ich mich geboten habe? Mein absolutes Lieblingsparfum, Vivienne Westwood, ist, glaube ich, schon seit 6 oder 7 Jahren aus dem Programm genommen worden. Aber da ich die letzten Jahre das trotzdem immer noch ganz easy bekommen habe und nicht wahnsinnig viel, weiß nicht, suchen musste, habe ich gedacht, ach, sind noch ewig irgendwie Sachen im Angebot. Und auf einmal gucke ich und dann war das Ding irgendwie 400 Euro. Deshalb habe ich jetzt auf eBay einen Preis abgegeben. Aber gut, das ist was anderes. Das dazu. Was haben wir noch? Genau, die Klatsch, der Klatschhalter habe ich als Foundation-Dings benutzt. Das Ganze gibt es auch noch in ein bisschen kleiner von M-Design, was ich auch sehr hübsch finde. Für alle, die vielleicht nicht ganz so viel Make-up haben wie ich, hat auch noch mal ähnlich wie das andere hier, wie das der Pinselhalter hat irgendwie noch diese ganz schöne roségoldene Applikation hier unten drauf. Ich mache hier auf meinem Tisch all das rein, was ich ausprobieren möchte oder womit ich mich vielleicht am nächsten Morgen schminke, ohne dass ich das jetzt irgendwie groß suchen muss. Das heißt, ich sortiere das hier ein, wie zum Beispiel dann die Foundation und das Puder. Und hier ist so ein Eyeshadow, den ich mal ausprobieren möchte von Colourpop. Den habe ich mir gerade gekauft. Nimmt auch nicht zu viel Platz weg und ist einer der Sachen, die eben im Moment auch noch auf dem Schreibtisch stehen bleiben können. Ein anderes Deko-Element, was ich ganz toll finde, ne? Und was ich finde, ist auch so ein Eye-Catcher, wenn du reinkommst, sind diese beiden Kerzenhalter auch nochmal. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich manchmal freue, abends in mein Schminkzimmer zu kommen, auch wenn ich gar nicht schminke. Und dann sehe ich so diese schöne Beleuchtung und dann habe ich noch meine Kerzen an und so. Dann freue ich mich. Ganz toll. Also die sind ganz toll. Die gibt es in 2 verschiedenen Größen. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Kostet nicht die Welt. Sieht auch überall anders einfach schön aus. Ich hatte überlegt, ob ich mir das sonst irgendwie auf das Regal mache, aber das wäre so ein bisschen viel Roségold gewesen. Und was ich auch noch sehr interessant fand, war diese verschiedenen, du bekommst ein Sortiment an verschiedenen Größen von diesen Plexiglas-Dingern. Das ist einmal in dieser Größe, da habe ich alle meine Chanel-Lidschatten drin, die wirklich immer noch ganz toll sind, die natürlich nicht ganz so pigmentiert sind, aber was für Leute, die, sag ich mal, keine Profis sind,
manchmal gar nicht das Schlechteste ist, ne? Weil du musst schon, das ist ja wie mit dem Ferrari, ne? Also du musst schon wissen, wie man Auto fährt, und zwar richtig gut, bevor du dich in so ein Auto setzt. Und dann ist manchmal irgendwie ein Toyota Corolla vielleicht besser, wenn man gerade anfängt. So. Ob die Metapher jetzt jemand versteht, weiß ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Also hier hast du einmal so eine Größe und dann hast du zum Beispiel das etwas kleinere. Das bekommst du alles in einem Set. Also ich glaube, es sind 12 verschiedene. Dann hast du nochmal diese Größe dazu, und du hast hier auch nochmal von den ganz kleinen, Entschuldigung, wo ich jetzt meine Liquid Eyeshadows zum Beispiel reinmache, ne? Oder meine Eyeliner in schwarz hier. Davon hast du, habe ich glaube ich 3 oder 4 verschiedene Sets gekauft. Ach ja, das fand ich auch ganz toll, als ich das gesehen habe, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und zwar sind das diese Boxer. Die eignen sich natürlich auch ganz toll, wenn ihr ein Badezimmer habt, das irgendwie in weiß ist. Ihr könnt das so benutzen wie ich. Da habe ich nämlich einmal meine, sieht man das überhaupt, weiß auf weiß? Ja, ne? Da habe ich meine Abschminkpads, meine D-Make-ups reingemacht. Und hier hast du ein paar Q-Tips drin, was du ständig im Prinzip brauchst, wenn du dich schminkst. Und so wird das nicht dreckig. Hast du eben noch die Deckel oben drauf, die auch wieder in Roségold sind. Finde ich ganz schön. Sieht auch toll einfach aus auf dem Schreibtisch selbst, weil sich dieses Weiß und dieses Roségold eben wiederholt. Um in dem Stil zu bleiben, habe ich hier 2 Schälchen, wo auch wieder in Roségold, in unterschiedlichen Größe, die ich auch sehr schön fand. Da mache ich mir auch gerne die Sachen rein, die ich ausprobieren möchte, wie in dem Fall von Iconic London. Das ist so ein Liquid Bronzer, der jetzt gerade zum Sommer rausgekommen ist. Den habe ich mir jetzt in 2 verschiedenen Farben geholt. Einmal in Karamell und einmal irgendwie in Dark Toffee oder so. Und das habe ich schon ausprobiert, das ist richtig toll. Es gibt wirklich einfach so ein frische Glow, ohne dass es so dick konturiert aussieht, wenn du so willst. Und wenn du einfach nur so eine BB-Cream machst und dann so ein bisschen davon, oder eine CC-Cream, und dann nichts, dann sieht es wirklich toll aus. Ganz klasse. Aber zurück zu den beiden Sachen, die beiden Schälchen fand ich einfach toll. Da mache ich auch, wenn ich irgendwie schminke, mache ich da so ein bisschen, hier sammle ich so manchmal so ein bisschen meinen Müll, meine, wie ich eben gesagt habe, Q-Tips schmeiße ich dann darauf oder irgendwie meine Make-up-Sponges oder so. Toll. Auch super gut gefallen hat mir das. Was haben wir noch? Ich glaube, wir neigen uns langsam dem Ende zu, oder? Was haben wir noch? Ach ja, ich habe noch einmal einen Spiegel gekauft. Einfach nur, weil er auch in Roségold war und der sich einfach toll auf dem Schreibtisch gemacht hat, aber er vergrößert jetzt nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. Das heißt, er sieht aus Dekozwecken ganz toll aus, aber wenn du es wirklich 10-fach vergrößert haben möchtest, so wie ich manchmal, dann, ich glaube, der hat nur 5-fach, dann ist das vielleicht nichts für euch, aber er sieht auf jeden Fall ganz sleek und toll aus im Bad oder bei euch auf dem Schminktisch. Genau. So, sollte ich jetzt das eine oder andere vergessen haben zu erwähnen und ihr seht das hier irgendwie im Bild, dann seid versichert, ich werde auf jeden Fall alle Links unten reinpacken. Auch die Sachen, die ich jetzt nicht vorgestellt habe, aber die man vielleicht im Bild gesehen hat, weil ich da irgendwie drüber gegangen bin und ihr sagt, ey, ist mir, was war das denn? Oder wenn ihr irgendwas seht und ich habe es nicht unten reingepackt, dann zögert nicht, ist mir auf jeden Fall so, ach guck mal, hier habe ich doch noch eine Sache, habe ich noch vergessen. Ist das nicht schön? Das ist eine Kerze, ne? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe es mir nur der Farbe wegen geholt und dann habe ich sie aufgemacht und habe gedacht, die riecht auch noch so toll, wirklich. Ganz, ganz klasse. Ich glaube, es ist Sandelholz und Leder. Mag ich ganz gerne den Duft. Ganz toll, habe ich noch nicht benutzt. Reicht mir, wenn ich so daran rieche. Also, ihr Lieben, das war's. Wie gesagt, zögert nicht zu schreiben, falls ich irgendwie unten was vergessen habe. Ich bin immer offen für Kritik. Letzte Woche hatte ich eine Kritik, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Ich meine, ich habe dann auch noch ein super natürliches Make-up und dann kommt da irgendwie so ein Kommentar von wegen, ja, was sollen die Frauen früher irgendwie gesagt oder gedacht haben, irgendwie, das ist mir zu viel des Guten, wo du denkst, hä, was soll das? Also, warum guckst du es dir denn an? Also, das ist so eine Kritik, mit der ich so gar nichts anfangen kann, weil ich mir denke, es bringt doch niemandem was. Also, wenn es dir nicht gefällt, schalte weiter. Aber ich glaube, der eine oder andere von euch hatte auch was drunter geschrieben, weil er ähnlich verdutzt irgendwie darüber war. Also tut mir einen Gefallen, wenn ihr schlecht drauf seid, was ich ja manchmal wirklich verstehen kann, dann macht es aber so wie ich, dann geht nach Hause und motzt euren Mann an, aber nicht mich, okay? Also, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und
Verzeiht mir, weil es ein bisschen chaotisch war diesmal. Ich hatte keinen wirklichen Plan im Kopf. Ich habe mich einfach so sehr gefreut, dass ich das Material überhaupt wieder gefunden habe, dass ich einfach rausgehauen habe, jetzt ohne jetzt großartig mir einen redaktionellen Plan zu machen, wie ich euch das alles vorstelle. Also, ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und fühlt euch geküsst und gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.